Es ist ein sonniger Tag in Niederbayern. Das freut natürlich vor allem die Besitzer von Photovoltaikanlagen. Das Thema Energie ist heutzutage wahrscheinlich so wichtig wie selten zuvor. Der richtige Umgang mit den Ressourcen, die Umwelt zu schonen. Und wir sind hier bei einem Einfamilienhaus, das von unserem Loxon-Partner Hochleitner Elektrotechnik realisiert wird. Und da gibt es zwei besondere Dinge, die hier mit eingebaut werden, mit realisiert werden. Wir gucken es uns an. Servus Stefan, grüß dich. Ja, Moritz, servus. Hi, grüß dich. Wobei störe ich dich? Was machst du gerade? Ja, die nächsten Tage kommen die Jalousien rein und ich bereite die Anschlusskästen noch so weit vor, dass die Jalousien da reibungslos eingebaut werden können. Schaut gut aus. Stefan, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu euch, Hochleitner Elektrotechnik. Wer seid ihr? Ja, Hochleitner Elektrotechnik. Ich bin der Inhaber von der Firma Hochleitner Elektrotechnik. Wir sind insgesamt 13 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben unseren Standort in Thürnau bei Passau und haben unseren Schwerpunkt auf Elektroinstallation und Smart Home gelegt. Okay, jetzt sind wir heute hier bei einem ganz interessanten Projekt, weil zwei Themen in Bezug auf Energie hier, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich sind. Welche zwei Themen löst ihr hier bei dem Projekt? Genau, also das erste Thema ist die Photovoltaikanlage, die bereits schon am Dach ist, damit man den eigens produzierten Strom möglichst effizient ins eigene Wohnhaus bringt. Mhm. Und das zweite, da freuen wir uns auch schon drauf, ist die Außenbewässerung mit einer Regenwasserzisterne, damit wir die ganze Außenanlage damit versorgen können. Das schauen wir uns gleich an, Stefan. Vorher noch ein paar Worte zu deiner Partnerschaft mit Loxon. Seit wann bist du Loxon-Partner oder weißt du noch, wie du drauf gekommen bist? Ja, seit ungefähr 5 Jahren sind wir Loxon-Partner und wir sind damals hauptsächlich über Social Media und YouTube drauf gekommen. Wir hatten damals auch schon Gebäudeautomatisation gemacht. Mhm. Jedoch der Werbeslogan von Loxon damals war Real Smart Home und dann ist man eben schon neugierig, was ist jetzt so real daran, ne? Die haben ja ordentlich auf die Kacke und deswegen sind wir da darauf aufmerksam geworden, war dann auf ein paar Seminaren bei euch in Kollerschlag und habe dann eben auch erfahren, wo tatsächlich der Unterschied dann liegt. Und was ist für dich der größte Unterschied oder wo du sagst, das macht es für dich am smartesten, am einfachsten? Also für viele ist es ja schon so, dass wenn ich einen Knopf drücke, dass die Jalousien zentral hoch und runter fahren. Ja. Oder wenn jemand an der Haustüre steht und klingelt, damit ich den Anruf aufs Handy bekomme und mit dem sprechen kann. Jedoch ist bei einem richtigen Smart Home noch viel Luft nach oben. Mhm. Ja. Zum Beispiel, wenn man uns jetzt die Beschattung eben mit annimmt, mit den Jalousien. Ich kann ja mit der Beschattung auch reaktiv heizen oder kühlen. Das heißt, je nach Komforttemperatur, die eingestellt ist und nach Ausrichtung der Fenster und Sonnenstand, kann ich die Jalousien eben hochfahren, um die kostenlose Sonnenenergie ins Haus zu lassen, heiz mir den Raum damit auf und wenn die Temperatur erreicht ist, fahre ich die Jalousien wieder zu, um die Temperatur zu halten. Und einfach so das ganze Zusammenspiel mit, sind die Fenster geschlossen, ist überhaupt jemand im Haus oder bin ich im Urlaub, das alles macht dann tatsächlich ein Smart Home aus. Und ich brauche vor allem nur noch eine App. Nur noch eine App, genau. Ja. Es ist ja auch ein Problem heutzutage. Jeder hat gefühlt 100 Apps am Handy. Ja, einmal für einen Rasenmäher und einmal für die Dachfenster. Und es wird eben auch als smart verkauft. Ja. Ich habe eine App und kann jetzt das Dachfenster auf- und zumachen. Ja. Und das ist eigentlich auch zur Aufgabe von Loxon geworden, die ganzen Inselsysteme aufzufressen. Alles in eine App zu packen. Der Kunde will das übersichtlich haben. Der sieht, sind Fenster offen oder geschlossen. Wenn ich das Haus verlasse, wie ist der Batteriestatus von den Rauchmeldern? Ist die Beleuchtung noch irgendwo an? Alles in eine App gepackt und das ist auch ein Riesenvorteil von einem Loxon Smart Home. Ich würde sagen, Stefan, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir gehen zum Bauherrn, der ist da, oder? Der ist da, auf alle Fälle, ja. Ja, dann gucken wir uns den doch mal an und dann kann der uns noch ein bisschen was erzählen zu der Regenwasserzisterne. Ja. Übrigens, Moritz, das ist auch noch eine coole Sache. Wir haben da im Treppenhaus LED-Streifen mit drinnen. Und zwar werden das Unterputzprofile. Wir haben da jetzt Holzleisten einputzen lassen. Die schneiden wir dann sauber aus mit einem feinen Messer. Und dann passt ganz genau das Aluminiumprofil da rein. Und man sieht nichts, dass irgendwas ausgebrochen ist. Cool. Ja, Stefan, danke dir für den Moment. Ich schnapp mir jetzt mal den Simon und dann soll der mir das mal zeigen. Simon. Hi, servus, grüß dich. Moritz. Schön, dass ich bei dir sein darf, dass wir hier mal vorbeischauen können. Ich habe gehört, du hast da vorne eine Regenwasserzisterne. Ja, genau, das ist richtig. Die schauen wir uns mal an. Anschauen, ja. Super. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was dazu. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Also die Regenwasserzisterne haben wir eigentlich aus dem einen Grund gemacht, die soll man ja später nicht mehr sehen. Und gerade wie so in Dürreperioden, wenn wir es jetzt haben, ist mir halt wichtig, dass ich weiß, wie viel Regenwasser ich noch habe. Dass ich haushalten kann damit. Und das heißt, das nutzt du dann für die Gartenbewässerung wahrscheinlich? Für die Gartenbewässerung, genau. Kommt noch ein Ultraschallsensor rein? Der ist schon drinnen sogar. Ah, der ist sogar schon drin. Genau. Und dann hier den kompletten Bereich oder wo überall wollt ihr dann bewässern? Mehr bei den Winkelsteinen hinten. Also da kommt der Druckleitung noch nach hinten. Aha. Und dann können wir da unser Hochbeet und unsere Blumen. Okay. Simon, ihr habt noch ein zweites Thema Energiebereich hier im Haus gelöst. Und zwar eure PV-Anlage, ne? Genau. Wir haben eine 14,4 Kilowatt Peak PV-Anlage auf dem Dach. Haben wir einen Huawei-Wechselrichter und einen 10 Kilowattstunden Huawei-Akku, damit man einfach ein bisschen autark kann. Und ja. Vor allem die selbst produzierte Energie, wenn jetzt so wie heute die Sonne scheint. Richtig, selber nutzen. Ist natürlich super für euch. Genau. Und was auch ziemlich cool ist, da freut sich wahrscheinlich auch der Stefan, der nachher die Hausprogrammierung macht, ist über die Loxone Library kannst du die Geräte direkt einbinden von Huawei. Perfekt, und das war uns auch wichtig. Ja, das wird unser Lieblingsraum. Also ich hoffe es. Das wird der Wohn- und Essbereich mit Wohnzimmer, Küche. Das ist einfach der perfekte Raum, um Familie zum Empfangen, Freunde zum Empfangen, auch zum Chillen weg. Ja. Was habt ihr hier geplant so zur Beleuchtung und allem drum und dran? Wir haben, wie auch im Haus, größtenteils RGBW-Spots von Loxone. Haben hier dann eine Hängelampe über dem Esstisch, dass man das einfach alles mit verschiedenen Stimmungen dann auch. Perfekt. Das heißt, hier soll der Esstisch hin, oder? Richtig. Das heißt, oh, super, dann habt ihr natürlich eine schöne Sicht hier raus, könnt direkt auf die Terrasse gehen. Und Küche ist dann? Küche ist dann hier. Ist dann hier, später mal. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Fantasie? Ein bisschen noch. Ist die Küche schon ausgesucht? Ja, die ist schon bestellt. Okay, hat die Chefin ausgesucht oder du? Natürlich. Natürlich die Chefin. Alles klar. Simon, ich sag vielen, vielen Dank, dass wir hier bei dir vorbeischauen durften. Ich würde sagen, vielleicht kommen wir nochmal oder du schickst uns auf jeden Fall ein paar Fotos, wenn ihr fertig seid. Wann wollt ihr einziehen? Dezember. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Dankeschön, Simon. Und wenn Sie jetzt auch eine Baustelle haben, ganz egal, ob es ein Einfamilienhaus ist, wie jetzt beim Simon, oder ein Gewerbeobjekt, dann klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung, erzählen Sie uns davon und vielleicht sehen wir uns schon bald bei Ihnen auf der Baustelle.